Willkommen zurück bei Horizon Forbidden West. Wir haben das letzte Mal ein Schlängelchen geschlängelt, gehillt. Und müssen jetzt in diese Richtung. Ah, okay. Oh, ich hab da noch eine Kiste, ich hab noch zwei Kisten übersehen. Das Hochspringen ist tatsächlich Hochspringen. Da können wir wahrscheinlich lang und hier können wir wahrscheinlich nicht lang. Okay. Alright. Mit dem Backup kann ich Gaia neu starten. Das System reparieren, die Plage heilen. Elisabeths Traum zum Leben erwecken. Ja. Aber ist es noch da? Okay, ich muss zum Serverraum. Ich bin nah dran. Ich muss es sein. Na komm. Danke. Eine Textnachricht. Textprotokoll. Daten beschädigt in Sachen Mr. Delgard. Er ist seit Jahren ein wertvolles Mitglied von Far Zenith. Sogar Peter hat eingesehen, dass wir einen offiziellen Sprecher brauchen, damit wir andere anonym bleiben können. Aber bei all den neuen Mitgliedern, die wir zur Finanzierung des beschleunigten Zeitplans für das Odyssey-Projekt rekrutiert haben, gibt es einfach nicht mehr genug Kojen für alle auf dem Schiff. Es muss eine Auswahl getroffen werden. Und seien Sie ehrlich, Oswald fehlt die Kompetenz für unsere zukünftigen Ziele. Wenn wir ihn ausschließen, wird er sich natürlich rächen wollen, aber wir müssen. Also müssen wir ihm einen würdigen Abschied bieten. Aber das heißt nicht, dass er uns nicht mehr nützen kann. Wir haben genug Quellenmaterial, um eine digitale Marionette zu erzeugen, mit der wir Daten beschädigt. Okay, da geht's weiter. Okay. Bitte sei doch da. Hauptquest abgeschlossen. Griff nach den Sternen. 500 EP. Danke. Hier ist es ja. Gaia Version 6.9. Initialisiere. Hallo. Hi. Hallo, Dr. Sobek. Elisabeth? Travis Tate. Na, was haben wir denn hier? Eine Far-Zenith-Verschwörung, um eine Kopie von Gaia und ihren Unterfunktionen zu stehlen? Böse, böse. Soll ich mich drum kümmern, Liz? Frevler! Schlangenbrut! Mit mächtiger Hand werde ich euch Probleme bereiten. Was ist mit ihm nicht in Ordnung? Was zum Fick? Ihr habt keine Kopie von Gaia gestohlen, ihr Verlierer. Sondern die Logikbombe überhaupt. Also, viel Glück beim Reparieren der Daten. Und denkt das nächste Mal an meinen Gruß, wenn ihr euch für intelligenter als einen Tate haltet. Aloy? Was passiert mit ihren Haaren? Es gibt keine Göttin. Das sagte ich dir doch schon. Es ist nicht Gaia. Nicht das, wonach ich suche. Das ist eine Fälschung.
Tja, das Spiel ist zu Ende. Die Seuche hat alle getötet. Ich schaff das. Val, tut mir leid. Du bist ganz schön bissig, weißt du das? Aber es war schon faszinierend, dich vom Turm fliegen und die Senke hochjagen zu sehen. Die Sache ist, ich muss das noch öfter machen. Mir fehlen die Spuren, aber ich muss weitersuchen. Und zwar schnell. Und ich nehme alle Risiken in Kauf. Aber es macht keinen Sinn, in Begleitung zu reisen. Sie könnte verletzt werden. Das ist meine Verantwortung. Nur meine. Warte mal. Neulich, in Meridian sprachst du von einem Mann, der dir half. Silence. Du hast gesagt, ihr habt über vieles gesprochen, über Dinge aus der alten Welt. Dinge, die niemand versteht. Und er gab dir die Lanze, mit der du Hades besiegt hast. Er ist tot, Val. Ich habe seit dem Kampf gegen Hades nichts von ihm gehört. Schon, aber Meisterspion Marat in Meridian. Er ist doch gut darin, Leute zu finden. Val, ich... Komm schon, könnte klappen. Außerdem siehst du dann ein paar freundliche Gesichter. Okay, okay. Oh ja, auch noch ein Versuch ist es wohl wert. Wir haben einen langen Weg vor uns. Eigentlich habe ich eine bessere Idee. Zwickt an den Eiern, wa? Alles klar, Val. Neues Zwischenspiel? Zwischenspiel? Ist das jetzt eine richtig grausige deutsche Übersetzung? Bei der Sonne, es stimmt. Sie ist zurück. Ein Segen. Die Retterin von Meridian ist wieder da. Das hast du dir verdient. Du hast sie gerettet. Noch nicht. Warum sind die so... Im Namen des Sonnenkönigs Avad, der Streiterin ein königliches Willkommen. Mach Platz. Marat, Aloy hat etwas Wichtiges zu besprechen. Ach ja? Dann sind wir schon zwei. Ich habe vor Wochen Jäger ausgeschickt. Nach Sonnenfall und bis ins Heilige Land, um dich zu finden. Am Turm ist etwas passiert. Kommt. Ich zeige es euch. Seid vorsichtig. Du hast uns gerettet, ja, aber wir räumen immer noch auf. Was sollte denn der Seitenhieb jetzt hier? Es geschah direkt nach der Sonnenwende. Wir konnten es herunterspielen, der Sonne sei Dank. Vielleicht hätte es sonst eine Panik gegeben. Oh mein Gott, ist das kitschig. Eines Nachts. Für eine halbe Minute glühte er flammend rot. Von Meridian aus wirkte es wie eine Täuschung. Aber aus der Nähe. Auf der Flamme sah man, dass es keine Reflexion war. Zu meinem Missfallen wurde erzählt, das Licht sei vom Turm gekommen. Von dort. Wir haben hier nichts angefasst. Was ist passiert? Ich weiß nicht. Der Turm soll Signale aussenden. Nachrichten für das Terraforming-System. Aber Hades wollte damit alte Kriegsmaschinen wecken. Ich hatte die Verbindung doch getrennt. Wartet, ich sehe mir das an. Gib uns Bescheid. Oh, armer Val. Ist das eine Statue von mir? Das ist neu. Das ist neu. Ich sollte wohl geschmeichelt sein von der Statue. Aber es fühlt sich falsch an,
wenn meine Aufgabe gar nicht fertig ist. Ach ja, Aloy. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Krieg ich mein Speer wieder? Nicht. Das sieht aus wie vorher. Die krieg ich niemals da raus. Was? Doch. Was wurde von der Spitze des Turms übertragen? Ich muss wohl irgendwie da hoch. Ich nehme hier den Aufzug. Der richtig hoch geht. Vielleicht kann ich zu dem Vorsprung hinter mir springen. Zu dem Vorsprung hinter mir? Achso. Ich dachte, ich will den Turm da rauf und nicht irgendwie... Benutze R, um die Kamera zu bewegen und dich in eine weitere Kletter. Okay. Okay, warum ist jetzt auf einmal, warum springe ich nicht ganz normal mit der X-Taste, sondern warum dann auf einmal greif, also das verstehe ich nicht ganz, aber egal. Alter, Erzeugerück und der Zugwerfer. Achso, Mein Zugwerfer erreicht das von hier nicht. Komm mir heran. Na, also. Okay. Wie komme ich jetzt zum Turm rüber? Ach Gott. Geschafft. Jetzt sollte ich da hoch. Ich hab doch extra. Mit der Lanze wollte Silence mir helfen. Er hat mich wohl ausgetrickst. Sie hat etwas über den Turm übertragen. Hat er alles gerettet? Warum sollte er? Wenn ich rausfinde, wohin er es geschickt hat, werde ich ihn finden. Ich hoffe, der Übertragungsknoten oben sagt's mir. Ja, am besten mehr. Oh, da ist ein Spalt in der Platte. Ob ich von innen da hochkomme? Hast du gerade um die Ecke gesprungen? Ein Aufzug? Mal sehen. Kurze Frage, woher weißt du, was ein Aufzug ist? Weil ich erinnere mich nicht in Horizon. Aktiviert. Mein Glückstag. Wartungskonfiguration wird eingeschaltet. Das ganze Ding öffnet sich. Wie die Kaja sich das wohl erklären? Aloy, du hast meine List also endlich aufgedeckt. Ehrlich gesagt, ich bin überrascht, dass es so lange gedauert hat. Du hast mit der Lanze Hades gestohlen? Wie kannst du so leichtsinnig sein? Leichtsinnig? Du wolltest Hades doch löschen, ohne vorher sein kostbares Wissen zu extrahieren. Das geheimnisvolle Signal, das ihn weckte zum Beispiel.
Oder wo man eins dieser Gaia-Backups bekommt, nach denen du so lange gesucht hast. Wenn du es wusstest, wieso hast du es mir nicht gesagt? Ich hatte in den letzten Monaten eigene Probleme, Aloy. Der Unterschied ist, ich bin vorangekommen. Also wenn deine Wut über meine absolut notwendige Täuschung verraucht ist, komm doch zu mir in den verbotenen Westen und sieh dir an, was ich entdeckt habe. Oh ja, ich werde kommen. Ja. Tja. Mit den Koordinaten bin ich leicht zu finden. Das schaffst sogar du. Arsch. Ich sollte Val und Marat sagen, was ich gefunden habe. Aloy schafft es immer, Unglaubliches zu tun. Was ist das hier? Ein Teil des Todbringers, den ich besiegt habe. Diese Maschine war die letzte Verteidigungslinie für Hades. Sie hat die Kugel hergeschafft und mich beinahe getötet, aber jetzt ist sie nur noch Schrott. Du bist reingegangen, veränderte sich. Fast wie am Tag des Kampfes. Ich bin nur dankbar, dass es heute so stürmisch ist. Nur wenige werden die Veränderung gesehen haben. Was? Was hast du entdeckt? Hades. Die Gefahr ist nicht gebannt. Sie ist im verbotenen Westen. Und ich muss ihr folgen. Ah ja, das könnte schwierig werden. Der Westen heißt nicht umsonst verboten. Ein stammwilder Krieger kontrolliert den Großteil, die Tenakt, und sie lassen niemanden über die Grenze. Gleichwohl konnte Sonnenkönig Avad einen fragilen Frieden aushandeln. Tatsächlich soll sich eine Gesandtschaft zur Grenze aufmachen, in ein, zwei Tagen. Wenn du unter ihrem Schutz an dem Treffen teilnimmst, lassen dich die Tenakt vielleicht passieren, statt dich zu jagen und sofort anzugreifen. Ja, das fehlte noch. Mehr Mörder. Ah, der Sonnenkönig. Azad. Hey, Leute. Ach. Schön, dich zu sehen. Du warst so schnell weg. Wir hatten nie Gelegenheit, uns zu bedanken. Zeigen wir der Streiterin jetzt den Speer, bitte? Itamen, sei still. Es stimmt. Wir haben Geschenke. Die Etikette verlangt normalerweise eine Zeremonie im Palast. Aber ich dachte, dir ist es etwas zwangloser lieber. Bringt sie her, bitte. Aber das ist alles wirklich sehr nett. Uthid, Vanasha. Schnell, geben wir sie ihr, bevor sie wieder verschwindet. Wirklich? Muss das sein? Setz es auf. Du bist eine Nora. Also, du bist ein Nora. Was interessiert dich, dass die Karte haben? Das ist wunderschön. Im Namen aller Einwohner des Sonnenreichs sollen diese Gaben unsere ewige Dankbarkeit zeigen. Direkt mal ausziehen. Das war direkt am Anfang die beste Waffe des Spiels bekommen. Möchtest du noch mehr Zeit mit deinen Freunden verbringen? Komm zu mir, wenn du abreisebereit bist. Wir treten gerade in das Finale des Spiels ein. Bitte reden Sie doch mal mit allen, bevor Sie nicht mehr zurück können. Ich muss die Master-Überbrückung an meinem neuen Speer befestigen. Die Master? Hier muss doch irgendwo eine Werkbank sein. Hey, entspann dich erstmal, entspann dich mal. Moment, also, was haben wir denn hier? Wir haben hier... Kadaver. Überreste von der Schlacht der Flamme. Wir wurden fast überrannt von den Maschinen, die Hades kontrolliert.
Aber wir setzen uns durch. So, Azad. Avat. Der Bildhauer wollte etwas viel Größeres. Doppelt so groß. Mit Gold und Juwelen. Aber ich dachte mir, dass dir das nicht gefallen würde. Du hattest recht. Es tut mir leid, Avat. Schön, dich zu sehen, aber ich kann nicht bleiben. Verstehe. Ich hatte gehofft, du bleibst eine Weile in der Stadt. Vielleicht im Palast? Meridian ist noch in Gefahr. Aber das ist nicht alles. Deshalb muss ich dringend nach Westen. Ins Tenakt-Gebiet. Bei der Sonne, die Tenakt? Tja, vielleicht hat Marat es dir schon gesagt. Aber nach Jahren der Feindschaft gibt es jetzt einen Waffenstillstand. Vielleicht sogar endlich Frieden. Eine weitere Gesandtschaft wird bald dorthin aufbrechen. Oh, wir können zum ersten Mal einen Dialog führen. Wenn du sagst, Jahre der Feindschaft, meinst du die roten Raubzüge? Ah ja, mein Lieblingsthema. Es tut mir leid, aber ich muss das wissen. Wie du weißt, überfiel mein Vater alle Nachbarstämme. Die Osseram, Banuk und Nora litten sehr und kämpften so gut sie konnten. Aber niemand kämpfte wie die Tenakt. Sie griffen unsere westliche Front an, in Fahrlicht, und jagten uns aus ihrem Land. Sie nach all dem zu Gesprächen zu bewegen, war schwierig. Wie hast du es geschafft, dass die Tenakt jetzt wieder mit euch reden? So wie ich es bei dir geschafft habe. Mit Geschenken. Die Tenakt mögen Kopfschmuck? Eher Metall, Gewürze und Relikte, die unsere Kriegsbeute waren. Wir trafen uns öfter mit ihnen. Und die Geschenke lockerten die Spannung. Aber die jetzige Gesandtschaft ist die wichtigste. Es gibt ein deutliches Zeichen der Tenakt, dass sie langfristig Frieden wollen. Was macht die Gesandtschaft so besonders? Wie heute macht sie eines besonders. Nämlich der Gast. Unsere Delegation trifft sich mit den Tenakt vor Fahrlichts Toren. Wir geben ihnen Schätze und sie uns einen Gefangenen. Verschaf. Einen unserer besten Soldaten. Soldat? Nicht eher Räuber? Nein, nicht in diesem Fall. Verschaf ist mein Cousin. Er ist von anderem Schlag als Helis. Er schloss sich der Westexpedition an, weil er hoffte, gewisse Exzesse zu verhindern. Doch er wurde bei der Schlacht um unsere Basis in Zinnobasande gefangen genommen. Und ist bis heute nicht zurück. Dein Cousin, Verschaf. Wie lange ist er schon Gefangener der Tenakt? 5 Jahre. Tenakt-Gesandte schwören, dass es ihm gut geht, aber ich weiß nicht. Der Stamm ist berüchtigt für seine Brutalität. Wie hat er überlebt? Tja, das werde ich bald wissen. Wenn du ihn vor mir triffst, sag ihm, dass ich ihn in Meridian erwarte, wo er hingehört. Wenn ich ihn sehe, mach ich's. Itamin wirkt glücklich. Du hast ihn aus Sonnenfall geholt. Wenn er glücklich ist, verdankt er das dir. Er wächst zu einem guten Mann heran, der er auch sein muss, wenn er die Krone erben soll. Wäre nicht dein Sohn der nächste Thronfolger? Ja, tja. Dazu müsste ich erst einmal heiraten. Na, Eli? Marat versucht schon dauernd, mich zu verkuppeln. Aber ich suche wohl etwas, dass diese Damen einfach nicht sind. Dich. Auf jeden Fall habe ich den Thron nie begehrt und will nicht ewig drauf sitzen. Wenn Itamen alt genug ist, möchte ich abdanken. Befreit von der Krone, kann ich vielleicht endlich die Welt bereisen. Mit dir. Wer weiß, vielleicht begleite ich dich sogar auf einem deiner Abenteuer. Oh mein Gott. Bei dir klingt das so einfach. Du schaffst doch nicht mal einen Klimmzug. Ich muss jetzt los. Einen Moment, Aloy. Ich muss dich was fragen.
Willst du meine Frau? Entschuldigung. Ich konnte an fast nichts anderes denken. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt. Aber es muss sein. Als du plötzlich weg warst, wusste ich nicht, ob ich dich je wiedersehe. Ich will dich nicht aufhalten. Oder einengen. Aber ich muss wissen, wenn deine Mission erfüllt ist, kommst du dann zurück nach Meridian und bleibst. Lang genug, dass wir Zeit haben, uns richtig kennenzulernen. Vielleicht. Alter, Junge. Entscheidungsfähige bieten dir Möglichkeit, eine emotionale Wahl zu treffen, wie Ella ihre Persönlichkeit ausdrückt, liegt an dir. Wähle die Faust. Und Ella stellt sich der Herausforderung direkt. Was soll das sein? Okay. Wähle das Gehirn. Und Ella nutzt ihre Einsicht, um eine clevere, weniger offensichtliche Heranweise zu nutzen. Wähle das Herz. Und Ella bekundigt ihr Mitgefühl oder verleiht ihre tiefste Überzeugung Ausdruck. Ja, komm her, mach hier voll, das wird hier voll die Romanze hier. Ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, mit wem könnten wir Romanzen eingeben? Ich meine, Val scheint sich nicht wirklich, also ja, der interessiert sich für uns, aber halt nicht irgendwie, anscheinend nicht wirklich romantisch. Erend, nein. Ja, komm, das ist doch ein wunderschöner Gedanke. Ich möchte Meridian wiedersehen, Avad. Und dich. Und dich. Aber... diese Mission ist mein Leben. Ich denke an nichts anderes. Und das muss so bleiben. Was danach passiert, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich wüsste nicht, wo ich anfangen soll. Nun, wenn du in Meridian damit anfangen möchtest, sag mir Bescheid. Solltest du wissen, dass du hier immer hoch willkommen bist. Mein rechter Platz ist frei. Erfüll deine Mission, Aloy. Ich hoffe auf deinen Erfolg und freue mich auf deine Rückkehr. Ich warte schon erotisch liegend im Bett auf dich. Wow, okay. Also das war... Also man könnte jetzt sagen, das war ja total... ja, nicht offensichtlich, diese Unterhaltung gerade zwischen den beiden, aber das war eher so... Ey Leute, willst du mit mir schlafen? Wie sieht's aus? Königswitwe Nasadi. Gesegnete Streiterin. Itamen, wie sagt man? Mein bescheidener Dank, Streiterin, für die Rettung meiner Mutter und mir aus Sonnenfall und für die Verteidigung der heiligen Stadt gegen die Truppen des Schattens. War das richtig? Das war sehr gut, Itamen. Und gern geschehen. Streiterin, bringst du mir bei, wie ein echter Maschinenjäger zu schießen? Itamen... Ich habe eine wichtige Mission, Prinz. Um die Welt zu retten? So in etwa. Aber wenn ich zurück bin, gebe ich gerne Tipps. Wäre mir eine Ehre. Wir schulden dir unser Leben. Und das vergessen wir nie. Möge die Sonne dich führen. Möge die Sonne dich führen. Achte auf Donnerkiefer, Streiterin! Alles klar, mache ich. Wer übrigens hier fehlt, ist tatsächlich Erend. Aber gut, das sieht wie ein Denkmal aus. Für wen? Den Gefallenen in der Schlacht der Flamme zu ehren. Viele mutige Menschen haben diesen Ort gegen Hades verteidigt. Ja, hier sind schon Azads Frauen, Avads Frauen am Werk. So wird es dann auch Aloy ergehen, wenn sie zurückkommt. Also es ungefähr, ist eine Ehre, dich kennenzulernen, Retterin. Das muss seltsam für dich sein, ha? All die Leute, die dich angaffen? Das klingt falsch, wenn du so stöhnst. Das klingt einfach nur falsch, wenn du so stöhnst. Haben wir noch jemanden? Eigentlich müssten wir noch hier den Krieger mit dem Mädel haben. Wo sind die denn? Hallo? Was sind denn die beiden? Das ist mir eine große Ehre, Retterin. Oh! Hi! Ich hab die Frage, wie du dich für dich gemacht hast. Bleib mal locker. Aber ich will gesagt, wo ist. Da oben ist noch irgendwas. Hab ich hier nichts mehr?
Entschuldigung, was? Sie soll ein Dutzend Donner. So, alles verwüstet. Sie soll ein Dutzend. Ich wollte eigentlich noch. Oh, cool, nehme ich. Hey, 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 ist sie das nicht? Die Retterin? Ist das die Retterin? Also ich wundere mich gerade ein bisschen, weil. Die, die mir den Speer gegeben haben, ich habe vergessen, wie die Namen von den beiden ist. Also der eine Kriegsherr, den wir gerettet haben. Aber scheinbar. Was war das dort? Da ist eine Kiste. Die hätte ich natürlich gerne. Ich hätte auch übrigens unfassbar gerne jetzt mal endlich ein Feuer, dass ich hier speichern kann. Und zwar manuell. Also klar, automatisches Speichern. Schön. Bist du ein Feuer? Ja, du bist ein Feuer, aber nicht das Feuer, was mich scheinbar interessiert. Gut, also wenn hier jetzt nicht irgendwie noch ein Feuer ist, dann werden wir den Part wohl beenden müssen. Willkommen zurück, Retterin. Eine Werkbank. Ich bin zu Diensten. Hier ist die Werkbank. Von da willst du eigentlich hin. Uthid, Vanasha, danke, dass ihr hier seid. Ist doch klar. Obwohl du uns nach dem großen Kampf so im Stich gelassen hast. Vanasha, nicht. Sie ist jetzt hier, oder? Ja, im Moment. Aber ich kenne doch diesen Blick. Sie hat etwas zu erledigen. Und zwar nicht in Meridian. Du weißt, dass ich nicht gegangen bin, weil ich wollte. Ich hatte... Kleine Jägerin, bitte. Du musst dich vor uns nicht rechtfertigen. Du hast uns gerettet. Wenn du gehen musst, geh. Mit unserem Segen. Immer. Sie wirkt trotzdem so ein bisschen zickig. Ich war seit Monaten nicht im Sonnenfall. Was wurde aus den Schatten, Kaja? Als du die Eklipse ausgelöscht hattest, gab es kaum noch Priester und Offiziere, die die Leute terrorisieren konnten. Awad bot allen Straffreiheit an, die nur unter Zwang gehandelt hatten. Also räumten die Leute die Zitadelle und gaben sie ihm zurück. Das Sonnenreich wurde vereint. Awad wollte, dass Uthid die Garnison dort kommandiert. Aber Hauptmann Knuddels wollte nicht. Gerüchten zufolge wollte er bei mir bleiben, hier in Meridian. Völliger Quatsch natürlich. Was zum Henker passiert mit diesem Spiel? Ihr seht beide richtig gut aus. Mr. Superschick hier ist jetzt leitender militärischer Berater des Sonnenkönigs. Das heißt, dass Leute ihm tatsächlich zuhören müssen. Die Sonne sei den armen Seelen gnädig. Wenigstens sage ich ab und zu mal was, das Substanz hat. Wie bitte? Ich bin beim Zuhören kurz eingeschlafen. Und was ist mit dir, Vanasha? Ich kümmere mich um Nasadi und Itaman. Zwei Drittel Wächterin, ein Drittel... Schlechter Einfluss. Ich wollte Kindermädchen sagen, aber deine Version ist besser. Ich mag die beiden. Also... Ach verdammt, ich habe Itaman vergessen. Du musst los. Geh. Fort mit dir. Immer eine Ehre, Streiterin. Immer eine Freude. Und bitte, kleine Jägerin, komm bald zurück und erzähl uns von deinen Abenteuern. Ich bin ruhig geworden, aber ich will von deinen Taten hören. Gut, und damit sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, viel Spaß im Videos. Euer Hedi.